herzlich willkommen auf dem Kanal Ultimate Manga und Anime. Es gibt immer nur eine Wahrheit und hier findet ihr sie. Hallo meine durchgeknallten Otakus, ja. Ihr habt's vielleicht mitgekriegt durch meinen Community-Beitrag. Es waren 2 Tage lang die Prime-Deals. Und da waren echt jede Menge Animes dabei. Die man wirklich günstig shoppen konnte. Und ich konnte mich bei der ganzen Auswahl nicht so richtig entscheiden. Also habe ich mir gedacht, ich mach's wie beim letzten Mal, als so eine Aktion war. Da habe ich nämlich einfach 4 Boxen bestellt oder irgendwie noch mehr, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, es wären 4 Boxen gewesen. Und habe dann einfach geguckt, welche davon in einem guten Zustand angekommen sind und welche halt nicht. Und die halt zermatscht angekommen sind, habe ich zurückgeschickt. Und tatsächlich habe ich dann nur eine einzige Box behalten können, weil alle anderen beschädigt waren. Deshalb habe ich die One Piece Blu-ray Box ja überhaupt. Das war von der Aktion. Dieses Mal habe ich tatsächlich, haltet euch fest, im Wert von 400 Euro eingekauft. Das heißt, wenn wirklich der unwahrscheinliche Fall eintreffen sollte, dass die alle intakt sind und nichts dran ist, dann ist das mein finanzieller Ruin. Also ich habe schon regelrecht darauf spekuliert, dass nicht alle Boxen in einem guten Zustand sein werden. Und ja, habe extra angegeben, dass die alle gleichzeitig geschickt werden, in der Hoffnung, dass sie dann alles in ein großes Paket packen. Es sind jetzt irgendwie doch 4 Pakete geworden. Also gerade hier bei diesen kleineren habe ich nicht große Hoffnung, bin ich ganz ehrlich. Naja, los geht's. Haben wir hier Dragon Ball Box 2. Ja, die sieht ja schon echt abgefetzt aus. Seht ihr das hier oben? Ah. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen kleinlich, aber schön sieht anders aus, oder? Nicht mal ich will ihr Höschen sehen. Wen nennst du hier Miss Universe? Das habe ich ganz sicher nicht gesagt, also wirklich! Ich weiß nicht. Also eigentlich diese Shuba sind ja eigentlich immer ziemlich stabil. Von Crunchyroll. Aber das Problem sind halt wirklich diese Digipacks. Die nehmen immer sehr leicht Schaden. Ja, der ist tatsächlich aber nicht zusammengedrückt. Also der einzige Mangel ist wirklich hier oben diese Ecke. Was mich so ein bisschen stört. Ich pack's mal auf den Vielleicht-Stapel. Tendenz zu Nein, weil wir haben ja echt viel hier. So, weiter geht es. Ich muss ja immer aufpassen, dass man meine Adresse nicht sieht, deshalb muss ich dann manches doch off-camera aufmachen bzw. auspacken. Die nächsten beiden mache ich jetzt direkt in einem Rutsch, der Einfachheit halber. Okay. Achso, die waren einzeln verpackt, das heißt, meine Hoffnungen sind nicht besonders groß, dass die das überlebt haben, den Versand. Hier bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen ratlos. Also, eigentlich sieht das gut aus. Die sieht zwar so ein bisschen gewölbt aus, also das Digipack sieht so ein bisschen gewölbt aus, aber es ist kein Knick drin. Ich muss ja auch mal ein bisschen mehr Licht machen, es ist ja doch sehr dunkel hier jetzt schon wieder. Um die Zeit. Ich hasse diese Jahreszeit, wo es so früh dunkel wird, immer schon. Wie bitte schämen? Ich schäme mich nicht für Sie. Hör auf, so zu tun, als wäre Blair ein Lampenschirm. Das ist sie nämlich nicht, Clara. Sie ist ein echtes Lebewesen. Na gut, hier. Hier ist eine fiese Ecke. Es wird gar nicht scharf. Na, Summer. Also die Ecke sieht schon echt fies aus. Ich glaube, das ist richtig angestoßen.
Ja, muss man mal schauen. Vielleicht packe ich es an der Ecke mal ein bisschen aus und guck mal. Aber ich glaube, das ist schon übel angestoßen da. Sieht schon, glaube ich, echt übel aus. Aber die Folie kann auch täuschen. Also auch auf den Vielleicht-Stapel. So, eine Box, über die ich mich, oder auf die ich mich mit am meisten gefreut habe, tatsächlich, Dragon Ball Box 1. Ja, also endlich mal den Klassiker Dragon Ball von damals uncut in halbwegs vernünftiger Bildqualität genießen zu können, ist ja wirklich ein Traum. Also feiere ich immer noch. Ist zwar nicht das Bildmaster geworden, das wir letzten Endes uns erhofft hatten, aber alleine, dass es eine Uncut-Fassung ist von diesem Klassiker, der ja damals so krass geschnitten auf RTL 2 lief, ist ja schon viel wert. Und dass man hier auch die Möglichkeit hat, eben sich das Ganze auf Japanisch mit deutschen Untertiteln anzugucken und dann eben auch sieht, wo die Dialogzensuren waren. Ich glaube, ich muss dir mal ein wenig dein struppiges Fell kitzeln. Oh nein, bitte nicht! Wenn ich lache, kriege ich Bauchweh! Also Leute, ich glaube, die kann ich safe behalten. Die sieht echt gut aus. Also da haben wir schon mal unseren ersten Ja-Kandidat und da bin ich sehr happy drüber. Weil, wie gesagt, gerade da habe ich mich schon sehr gefreut, die endlich mal uncut genießen zu können. Ja, ich denke nicht, dass ich es auf Japanisch mit Untertiteln gucken werde, groß, bis auf die geschnittenen Szenen eben. Weil der japanische Ton soll eine echt miserable Qualität haben. So, jetzt steht noch ein größeres Paket aus. Das schneide ich jetzt auch gerade mal off-camera auf, weil da meine Adresse dran klebt, logischerweise. Und da sind nämlich gleich die richtig heißen Kandidaten drin. Harte Kolben in heißen Läufen, na? Ist das was für euch? Scharfe Döschen ohne Höschen und es gibt noch mehr. So, also wie schon gesagt, bei einem großen Karton sind die Chancen erheblich größer, dass alles in einem guten Zustand ankommt. Ja, hier haben wir direkt als allererstes Pokémon die TV-Serie Diamant und Perl. Die Box mit Staffel 13, also mit dem Finale. Ja, ich bin auf jeden Fall happy, dass ich jetzt wenigstens die ganzen wichtigen Pokémon-Staffeln komplett habe. Also Schwarz und Weiß fand ich eh nicht so toll, die Serie. Ich fand Lilia und Benny entsetzlich nervig. Und ja, Sonne und Mond, hässlicher Zeichenstil, auch Katastrophe. Das Einzige, was noch mir wieder besser gefallen hat, war Pokémon Reisen. Und da muss ich sagen, warte ich aber dann doch lieber auf eine Blu-ray. DVD reicht mir da nicht. Für meine Bedürfnisse. Naja, aber wie gesagt, erstmal schön, zumindest die 13. Staffel zu haben. Und damit die Diamond und Pearl Serie komplett. Machen wir mal hier mit One Piece Box 2 weiter. Ich frage mich, was kannst du überhaupt? Ich kann dich besiegen. Das Krasse ist ja, dass man die erste Blu-ray Box jetzt schon nicht mehr bekommt bei Amazon. So krass. Wahrscheinlich hat die Netflix-Serie in der Hinsicht voll den Hype ausgelöst, dass die Leute wie bekloppt One Piece gekauft haben. Ja, was soll ich euch sagen? Ich finde, das sieht doch echt gut aus. Also hier ist nichts dran. Die kann ich auf jeden Fall behalten. Ja, die Blu-ray-Boxen haben ja alle so um die 42 Euro gekostet. Was ist denn hier oben? Ja, wahrscheinlich von der Folie. Nee, also... Aber das war ja irgendwie zu erwarten, dass die Boxen, die hier in dem großen Karton drinne gewesen sind, dass die alle in einem besseren Zustand ankommen. Ja, Bakuman habe ich mir tatsächlich die Gesamtausgabe gegönnt, wie ihr hier seht. Ja, ist halt auch so ein billiger Pappscheiß, ne?
Ist hier oben an den Ecken ein bisschen angestoßen. Aber ob ich das deshalb zurückschicken werde, ich weiß ja nicht. Also ich glaube, ohne dass diese Ecken ein bisschen angedellt sind, wird man das nicht bekommen können. Das ist einfach dieser Verpackung geschuldet, dass das so eingewickelt ist in Folie. Ja, ist halt so. Aber dann habe ich wenigstens die erste Staffel davon komplett. Ja, Shahime bin ich mal gespannt, wie der Schuber aussieht. Sieht eigentlich auch gut aus. Ja, da hat Kim mir so ein bisschen Druck gemacht, weil die gemeint hat, nachher ist die Box irgendwann vergriffen. Und wenn man die Serie sammeln will, dann, ja, dann hat man sie eben ohne Schuber. Und während das bei den anderen Volumes mir relativ Rille ist, wann ich mir die hole, also das kann jetzt auch ruhig warten, muss ich sagen, bin ich dann doch auch erstmal froh, wenn ich den Schuber habe. Und der ist vor allen Dingen ja auch ein Platzhalter für die restlichen Volumes. Ja gut, hier, das ist ein bisschen beschädigt, seht ihr? Aber der Schuber selber ist nicht beschädigt. Wenn man das im Regal stehen hat, dann weiß man ja auch genau, selbst wenn man sich die weiteren Volumes noch kauft, man sieht halt durch den Schuber, wie viel Platz die Serie im Regal einnimmt. Insgesamt, auch wenn man sie irgendwann komplett hat. Wollte ich damit nur sagen. Nee, kann ich eigentlich auch behalten. So, jetzt kommen die ganzen Conan-Boxen. Das ist jetzt die 3. Ich will aber erstmal mit der 2 weitermachen. Ja, also da sehe ich jetzt keinerlei Beschädigung am Digipack. Auch hier, das ist so ein bisschen ekelhaft. Ich weiß halt nicht, ob das von der Verpackung ist oder was das für... Da oben auch. Ist irgendwas dran, irgendwas Gelbes. Aber wovon ist das? Weird. Ekelhaft. Ja, muss man mal auspacken und gucken. Ja, hier ist halt eine Stoßkante. Da seht ihr. Das sieht nicht ganz so sexy aus. Ein bisschen eingerissen. Naja. Aber ich denke schon, im Großen und Ganzen genügt das meinen Ansprüchen. Mir ist halt einfach nur wichtig, dass das Digipack nicht geknickt ist. So, bei der 3. Box sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Also ich bin tatsächlich überrascht. Positiv. Ja, also wenn man bedenkt, dass die Quote beim letzten Mal wirklich schlimm gewesen ist, also ein Viertel der Boxen war überhaupt zu gebrauchen, alles andere kaputt, da haben wir doch hier diesmal einen richtig guten Schnitt. Ja, ja. Und Box 4. Ja, auch hier kann ich jetzt keinen Knick feststellen am Digipack. Schuber sieht soweit auch gut aus. So, da habe ich Detektiv Conan schon mal. Bis Folge 129. Ich werde mir auch Detektiv Conan nicht komplett auf Blu-ray zulegen. Ich denke, ich werde halt zusehen, dass ich die ersten 333 Folgen auf Blu-ray mir hole, weil das ja die sind, die auf RTL 2 gelaufen sind, dass man die halt mal mit allen japanischen Openings und Endings auch sich angucken kann. Danach, ab Folge 334, waren ja sowieso immer die japanischen Openings und Endings beibehalten worden.
da finde ich es dann irgendwie witzlos. Also das muss ich mir jetzt nicht unbedingt dann nochmal auf Blu-ray kaufen. Aber ich finde, bei den alten Folgen lohnt sich das richtig, auch gerade bei den Folgen, die in Japan eben mehrstündige Specials gewesen sind und für den deutschen Markt dann auseinandergeschnippelt wurden, auf mehrere Folgen verteilt. Da sind ja auch teilweise Szenen weggelassen worden, die gar nicht mit deutscher Synchro vorliegen. Und allein dafür ist es natürlich dann schön, auch eine Uncut-Fassung zu besitzen von diesen Episoden. Also schon auf jeden Fall eine fette Ausbeute. Fette Beute, fette Beute, fette Beute. Ja, wie gesagt, zwei vielleicht Titel. Die erste Conan-Box, warum war die nochmal ein Vielleicht-Titel wegen hier unten? Das muss ich mir nochmal genau angucken, wenn ich es ausgepackt habe. Und bei Dragon Ball wegen hier oben, dass da oben ein bisschen angetitscht ist. Aber ja, ja gut, jetzt sehe ich es auch genauer. Hier ist auf jeden Fall auch ein Knick. Also die geht auf jeden Fall zurück. Das ist auch das Digipack beschädigt. Ja, kann man definitiv mitleben. Also wenn da dann eine Box dabei ist, die zurückgeht. Das ist immer noch eine verdammt gute Quote. Ja, wie gesagt, Detektiv Conan, das muss ich mir gleich nochmal angucken mit der Ecke da. Ja, ich glaube, dann sind wir am Ende vom Video angelangt. Also ja, mein finanzieller Ruin ist, denke ich mal, damit besiegelt. Es ist echt nicht viel dabei, was ich zurückgehen lassen muss. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Hey, hier spricht euer Mausebein. Wenn es euch gefallen hat, wie immer liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut unbedingt auch mal auf Instagram und Discord vorbei, wo die richtig coolen Detective Boys abhängen.